Mein Ghost.de schreibt, OMG, Dena, du bist so scheiße, hahaha, du verficktes Opfer, killst dich selbst und die Gegenleistung für Revis Dirthaus mit 3 Dias ist deine ganze Quantumrüstung plus Portigan. Du bist so behindert, Abo entfernen, du Missgeburt. Alter, ey, was geht denn bei dir? Yo, Leute, ich bin's mal wieder, BrokenSlumsTV, und heute gehen wir auf den Megaprojekt-Server. Mit dabei sind... Hallo, meine lieben Jungs! Au, ich bekomme Schaden. LOL! Das ist hier immer noch alles vergiftet. Bei uns ist Sex vergiftet. Muss mal eben hier ein bisschen Action-Maction machen. LOL. Dena, brauchst du ein bisschen Juju-Matter? Habt ihr was von mir geklaut? Nein. Wir haben von dir nichts geklaut, ey. No, ist bei euch auch alles vergiftet? Nee, bei uns ist alles gut. Oh, ist richtig kacke, Alter. Wieso ist denn bei dir irgendwas vergiftet? Ich kann nicht sprinten, weil ich vergiftet bin. Komm mal jetzt in deine Nähe. Trink kein Milch, ey. Ich bin radioaktiv vergiftet. Hä? LOL. Hallo. LOL, was baut der denn da? Hä, seid ihr nicht vergiftet? Nein, ich bin nicht vergiftet. Hä? Wie macht ihr das? Haha, wir sind einfach hier. Ich bin einfach mal vergiftet. Lol. Au! Was tut das? Ich hab wirklich nichts gemacht. Hä, wo ist das Loch? Ah, hier. Au! Alter. Ja, habt ihr schon alles repariert hier? Ja, wir haben noch gar nicht repariert. Wie war repariert? Du musst mal ja gar nichts reparieren. Ich hab nur diese Blöcke abgebaut, die du da hingesetzt hast. Ich kann nicht runter, Alter. Ich hab kein Jetpack. Ich hab alles verloren bei der Scheißaktion. Du hast immer ein Jetpack. Ja, oh, und ich sterbe gerade. Nein, du stirbst nicht. Ernsthaft? Nein, du stirbst nicht, Dino. Ohne Spaß. Mach jetzt keinen Blödsinn. Ohne Spaß, ich sterbe gleich! Okay. Ich würde dir ein Jetpack leihen, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich hab auch mal eins geliehen. Bitte leih mir eins! Das hat nicht mal eine Ladung, Alter. Das ist jetzt gerade leer gegangen. Oh, bitte. Wurde ich ein Solarhelm? Ja, es ist leer. Ich hab ein Diamantschwert, pass auf. Freiheit. Ich hab ein Diamantschwert. Nein. Ah, jetzt kann ich fliegen. Bitte! Bitte, ich brauch das. Ich hatte keinen unglücklichen Zufall. Alles verloren, was ich hab. Also, hier, pass mal auf. Ich hab was für dich. Hat dieser Unfall etwas mit uns zu tun? Nein! Hier, komm, bleib mal stehen. Sonst wüsstet ihr doch davon. Wir haben dir aber irgendwann mal Juju-Meter gestohlen. Ne? Ja. Da, beziehungsweise, da ist ja was draufgegangen. Ne? Das tut mir leid und ich wollte mich hier entschuldigen. Mit was? Wie entschuldigst du dich? Komm her. Wo bist du? Ich bin auf eurem Haus. Ja, bleib mal stehen. Ja, bin ich doch, ey. Ja, da. Du Sau, du. Nicht viel, aber ich kann. Immerhin. Ich würde aber statt Juju-Meter würde ich was Gecraftetes bevorzugen. Was denn? Ja, ein Jetpack. Oh. Willst du ein Jetpack gecraftet kriegen? Ja. Durchaus, ja. Hey! Malte? Ja. Ein diverses Gerät? Ja. Ist fertig. Was ist fertig? Ah, da muss ich direkt mal bei Gomme gucken. Ey, was Gomme macht ihr? Das will ich wissen. Ah, nix. Nee. Oh, bitte sag das mir. Wir mit reinziehen. Ja, wir möchten nicht, dass du den verschissen bei den Zuschauern. Ich hab eh verschissen. Soll ich mal ein paar Kommentare vorlesen von der letzten Folge? Ja, unbedingt, Alter. Das mach ich jetzt. So, das wird witzig. Das wird witzig. Die Folge hat zum jetzigen, zum Aufnahmezeitpunkt, heute ist Donnerstagabend. Die Folge kommt, glaube ich, am Freitag. Und die Folge vom Mittwoch... Die Schwarzes Loch Rache gegen Broken Slums hat 3000 Daumen hoch und 1000 Daumen runter. Läuft bei dir. Warte mal, ich muss erstmal was raussuchen hier. Was ist da los, Alter? Zum Beispiel, der SMWG Luigi schreibt: Sag mal, wie kindisch bist du eigentlich? Werd mal wachsen. Verhalte dich mal wie ein 9-jähriger Spacken. Naja, sieht man ja zum Teil an der Facecam, was für ein Fail-Verhalten du hast. Kranke Scheiße. Mummel Maxma schreibt: Dena, du Arschloch, du beschissener Hurensohn, du kleines Arsch, ich raste aus. BTTV ist geil und du bist schlecht, du Spaßkind. Boah, Alter. Also so schlimm war es jetzt auch. Alter, Mummel Maxma hat nochmal geschrieben direkt davor: Du fühlst dich voll cool, weil du die ganze Zeit YOLO und so sagst. Du bist aber nicht cool, sondern einfach nur schwul.
Vor allem überleg mal, wie die Leute einfach wirklich denken, dass nur weil du irgendwie was bei uns kaputt machst oder wir bei dir kaputt machen, dass dann so richtig Beef ist und wir uns hassen. Ja. Anstatt dass sie einfach verstehen, das ist nur ein Spiel. Ey. Cookie Hunter LP schreibt, du bist echt eine miese Sau. Am Anfang mochte ich ja noch, aber jetzt immer weniger. Und jetzt kannst du mich ganz vergessen. Und du brauchst dich auch nicht zu wundern, wenn du so viele Dislikes und Disabos bekommst. Du bist echt krank. Disabos. Oh Gott, nee. Schon witzig alles. Ach, da kann ich einfach mein Jetpack aufladen, ne? Ich will auch ein Jetpack haben, bitte, 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 bitte. Habt ihr noch eins? Ich will dir doch eins craften, Alter. Wir haben leider keins, aber ich kann hier... Guck mal, wie nett wir sind. Ja, ich bin auch immer nett. Ich habe euch immer ganz viel geschenkt. Ja, und dann Nachdem du uns getötet hast. Ja, aber dann habe ich euch was geschenkt. Ohne Spaß, schreibt Nils Kottke. Ohne Spaß, das ist zu viel. BTTV hat den Eingang und 4 Werkbänke kaputt gemacht. Aber nichts Teures. Dena macht natürlich den ganzen Untergrund kaputt und das halbe Lager. Dena reagiert wie ein Kind und macht so viel kaputt. Und von wegen BTTV ist kindisch. Dena ist nämlich kindisch. In dem Lager war nicht mal was Anständiges. Hast du die Dingens mit? Was? Ja, ja. Die, okay, super. Die stellen wir jetzt woanders. Weißt du noch den Befehl? Ja. MeinGhost.de schreibt, OMG, Dena, du bist so scheiße, hahaha, du verficktes Opfer, killst dich selbst und die Gegenleistung für Revis Dirthaus mit 3 Dias ist deine ganze Quantumrüstung plus Portigan, du bist so behindert, Abo entfernen, du Missgeburt. Alter, ey, was geht denn bei dir? Also, reicht's ja langsam, Entschuldigung. Hallo, ich hab noch nicht mal die, das sind die Kommentare der letzten 5 Stunden, das Video ist schon 48 Stunden online. Oder aber 1000 Dislikes ist doch schon eine Ansage. Alter, warum denn? Also, als ob jetzt irgendwie Revi oder wir mega rumweinen würden. Hä? Kian Petri vor 6 Stunden. Ganz, ganz ehrlich, ich will dich nicht beleidigen. Das folgende ist in Caps Lock. Das ist die asoziale Scheiße, was du da machst. Das ist die asoziale Scheiße, was du da machst. Das ist die asoziale Scheiße, was du da machst. Also, was gönnst du dir, Kumpel? Ich gönn... Dena, du kannst dafür schön ins Gefängnis gehen. Das würdest du doch auch holen, wenn andere bei dir das machen. Was ist, wenn Revi bald auch eine Portal-Gun hat? Und das bei deinen Solarpendeln oder bei dem Atomreaktor? Oh Mann, Alter. Ich muss mal spielen, anstatt hier nur zu lesen, aber ist so witzig alles. Ja, komm, was craftest du mir nichts? Bitte. Doch. Bitte. Ich bin so nett, dass ich das wirklich tatsächlich mache. Ich brauche aber einen Zinn. Bist du so nett, Alter? Ich weiß nicht, weil ich hier mein Ding ausprobieren will wieder. Broken Sums TV sind halt so. Du solltest wieder nichts draus machen. Sie provozieren halt gerne und sind frech. Deshalb mögen wir sie alle. Aber du darfst da nicht so drauf anspringen. Sonst machen sie immer weiter. Du machst genau das, was sie erreichen wollen. PS, ich habe beide Kanäle lieb. No homo. Also ich finde das schon ein bisschen homo. Ja. Das ist schon krass, also entweder muss man einen oder den anderen. Okay, ich hab, für die Badbox habe ich die... LP Temp LP schreibt, wo bleibt die Gerechtigkeit? Dena ist jetzt genauso benachteiligt wie Revi und BTTV. Wenn ihr so weitermacht, verliert ihr einfach nur Fans. Guckt euch die Dislikes an. Wenn ihr es nicht lernt, sollt ihr aus dem Projekt geschmissen werden. Einer muss ja mal Klartext reden. Ihr müsst lernen, so etwas in den Griff zu bekommen. Lernt das oder schämt euch. Sorry für die Fans von Dena, aber das muss gesagt werden. Das ist armselig. Also schon krass. Also wir haben auf jeden Fall auch Angst... Ja. Dass uns jetzt einfach alle Abonnenten hassen. Also wir haben auch immer, also wir sitzen dann da abends immer und wir heulen dann immer bei den Comments. Ich kann dann auch wir setzen uns immer zusammen hin und dann gucken wir die Kommentare durch. So. Nein, die haben uns nicht mehr lieb. Und ich kann auch nicht mehr schlafen. Also. Das ist eigentlich alles so ein abgekartetes Spiel, weil wir alle wissen, dass wir den anderen trollen. Und, so. Nein. Malte. Ja. Wir gehen jetzt auf ein tolles Grundstück, Alter, und dann machen wir da ein, Lass das einfach bei uns machen, wir müssen immer ein bisschen XMOO und Onkiller schreibt vor 6 Stunden. Also, Dena, klar, das ist echt Assi von BTTV und Rewe gewesen, aber du hast gezeigt, dass du noch viel unreifer und asozialer bist. Man kann sich nicht mit Bösen vergelten. Wo würden wir denn leben, wenn sowas normal wäre? Und was soll jetzt auch noch Rewe sagen? Du hast für den Wiederaufbau 10 Minuten allerhöchstens gebraucht. Rewe muss jetzt alles neu farmen und das bestimmt 2-3 Folgen Material. Ich finde, du kannst ihm ruhig ein paar Stacks zu U-Meter geben. Wie ist der Befehl, Malte? Schreib mir den mal bitte in den Chat.
Excavator. Hä, was macht ihr? Habt ihr irgendwie, macht ihr eine riesen Turtle, um das ganze Haus kaputt zu machen, oder was? Das wäre mal eine Idee. Was, hast du das eigentlich mitbekommen? Nein! Also Zironic und Gombe waren ja ein bisschen bei uns und haben ein bisschen kaputt gemacht und dann haben wir ganz minimal bei denen ein bisschen was gemacht. Ja? Ja, verständlich. Aber asoziale Huren, so eine D-Abo. Maris Wurt vor 7 Stunden. Dena Scheißaktion, D-Abo, Dislike. Krass, also das ist schon heftig, oder? Also wenn du sowas liest. Okay. Jetpack. Crazy Fun XD08 vor 7 Stunden. Das war asozial von dir. Krass, also. Bei Dena brennt manchmal so eine Sicherung durch und dann wird der einfach zum Hulk. Ja, ich kann auch nichts für. Wenn ich kein Snickers hab, dann wäre ich zur Diva. So. Das ist ja bestimmt so eine Media-Kraft-Produkt-Placement, Alter. Ja, was steht denn hier? Fang einen neuen Reaktor an. Gruß. Dena, das war eine geile, aber dumme Aktion. Ich fand's einfach mega witzig, weil du einfach lustig. Alles verloren hast. Und das, also, es ist einfach lustig, muss man jetzt mal sagen. Es wäre auch lustig gewesen, wenn du nicht gestorben wärst. Lol, warum sind hier Pilze? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Rotpilz? Ich mach Rotpilz nicht. Nein! Auch nicht. Töte es, bevor es Eier legt. Der hat die ganzen schönen Schilder kaputt gemacht. Oh, und der hat sich Energie geklaut. Und ich brauche Energie, weil mein Atomreaktor ist auf komische Weise plötzlich kaputt gegangen. Ja, einfach so, ne? Keine Ahnung, wirklich nicht. Fang neuen Reaktor an, Gruß Riole. Oh, das ist ja nett von ihm. Ein Ofen und ein Uranium. Danke, Riole. Voll nett, Alter, voll nett. Alle denken an mich hier, weil ich total aufgeschmissen bin. Guck mal, das Schlimmste ist, ich habe keine Tür mehr. Eine Tür brauche ich echt. Die haben irgendwelche Spackos zerstört, keine Ahnung, wer das war. Das war schon voll die Hurensöhne. Auf jeden Fall. Ich glaube, das war dieser Revi Insight. Ja, aber das war sowieso alles immer Revi. Ja. Der ist nämlich der Schlimmste. Okay, ich habe gleich dein Jetpack fertig. Schauen wir erstmal hier die neue. Oh, danke. Rumpfe. Kannst du es vorbeibringen? Ja, mache ich sogar. Oh, danke, Alter. Ich bin so sweet manchmal. Also, ich lade ja, voll nett. Voll toll. Ja, das Schlimmste, ich hätte es nie gemacht, wäre da nur das TNT gewesen und hätte ich das selbst zerstört. Weißt du, das wäre so der Troll gewesen. Ja, aber weil ihr was kaputt gemacht habt und Kisten kaputt gegangen sind und ihr weggelaufen seid. Nein! Revi ist über die falsche Pressure Plate gelaufen und hat dadurch die Scheiße hoch. Ja, und dann seid ihr alle abgehauen, ihr Spackos. Ja, das war ja das Schlimme. Sonst hätte ich ja gar nichts gesagt. Wir haben Angst vor deinem Penis, Alter. Ja, denn der ist groß. Ja, der ist ein bisschen so wie meiner. So. Warte, komm mal zu mir. Warte, ich geh jetzt erstmal zu Dena durch. Nein, du kommst erst zu mir. Warum? Ich möchte dir was zeigen. Ja? Ja? Erzähl. Nein, guck, du musst nur gucken. Warum ist halt. Ruhig. Was ist da los bei euch? Willkommen zu dir. Was macht ihr, ja, Spackos? Hallo, guck mal über dich. Hi. Ja, die scheiß Schuhe musst du dir selber craften. Hier. Hä, wie, wo, was? Dena. Ja. Alter, hast du irgendwie keine Augen im Kopf oder was ist bei dir? Oh, voll nett, voll süß. Ja. Und alle Leute schreiben so, Dena wird doch jetzt hassen. Ja, total. Ja, was? Wir hassen Dena jetzt richtig und Dena hasst uns jetzt richtig, wie man weiß, sieht. Wer uns wirklich hasst, glaube ich. Ja, das weiß ich auch. Ich weiß auch. Wer denn? Pobimpa, Alter. Ich habe Angst, Alter, wenn wir den sehen, dann boxen wir uns halt. Herr, was habt ihr denn für, wieso habt ihr gerade gelacht? Wir haben nicht gelacht. Haben wir gelacht? Nein. Nein, macht den nicht. Haben wir gelacht? Habe ich mich getäuscht. Ja. Sorry. Als ob wir lachen, ey. Ja, das ist dumm von mir, das zu denken, ne? Wie ist ein Creeper nach oben auf unser Dach gekommen? Ich weiß nicht. Oha. Ja, da ist mir egal, Alter. Das ist nicht so schlimm. Das waren jetzt nur 4. Boah, ich muss mir jetzt alles neu craften, ne? So ein Schrott, Alter. So ein Scheißdreck. Ja, komplette Quantumrüstung. Du brauchst die Quantumrüstung? Komplette Quantumrüstung. Ich wollte nur ein bisschen auslachen. Haha.
Digga, es hat sich so gelohnt. Das ist so geil, Fabi. Bei uns ist nichts kaputt gegangen, wenn man mal ehrlich ist. Also nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, ich komme so online und denke mir so, ich habe schon gelesen, Dena hat schon voll unser ganzes Grundstück zerbombt. Ja. Ich komm online, hä? Und dann war da nicht mehr was. Ich habe mich voll gefreut. Und Dena enttäuscht mal wieder. Ja. Jedes Mal das Gleiche. So, für meine Zuschauer gesagt haben, die Kisten sind voll. Hier die hinteren Kisten, wo die wichtigen Sachen, nämlich Zinn und Iron und Copper sind, die sind nicht voll. Also Wainstons, YOLO, Swag, Alter. Hier ist auch nicht alles voll. Absolut kein Ding für einen King. Und über einen Stack Diamanten. Sehr schön. Beste. Oh Mann, ich will schnell laufen, Alter. Da muss ich scheiß Quantum alles machen. Weißt du, wie kackendreist teuer das ist? Richtig, der Shit, Alter. Ja, der Shit ist das. Habt ihr euch schon mal Quantenrüstungszeugs gemacht? Wir doch nicht. Also bitte. Ja, wir konnten nicht mit das annehmen. Wenn wir jetzt voll durchpowern würden und das wäre dann ja auch voll langweilig. Dann wäre ja jeder schon fertig. Dann wäre jeder so wie Zironic. Ja, langweilig. Langweilig. Nee, das will ich ja gar nicht sagen. Aber ich fände es langweilig, wenn jeder auf einmal alles hat und fertig ist. Ja. This is true. Aber ich finde diesen Erdpümmel, den Debitur gebaut hat, richtig schön. Ich auch, ich würde den stehen lassen. Der, er steht auch unter Denkmalschutz. Das ist gut. Also wer den abbaut, der wird sterben, oder? Todesstrafe. Ja, Gefängnis. Aber man darf LOL spielen. Geil! Geil. Aber Lena, wir wollten doch noch Formel 1 spielen. Ja, hast du Formel 1? Das kann ich mir besorgen. Für cool. Was für eine Plattform brauche ich das? Für Steam. Ah, das ist ja kein Problem, hey. Machen wir eine Triple-Gefängnis-Folge, in der wir Formel 1 spielen. Okay, dann müssen wir nur noch was Cooles ausdenken, was wir kaputt machen sollen. Schreib's in die Kommentare, was sollen wir kaputt machen. Also, nein, ich sag's nicht. Doch, bitte sag es. Wir hätten schon genug gemacht, glaube ich, damit wir Formel 1 spielen können. Egal, aber ich will noch was kaputt machen. Okay, Dena. Soll ich dir wirklich sagen, warum wir gerade irgendjemand hat in die Kommentare geschrieben, Dena, chill mal mit Broken Samson und so. Sie sind voll die coolen Boys. Verbünde dich lieber mit denen gegen Ungespielt und zerberste ihn. Das finde ich gegen Ungespielt. Warum gegen Ungespielt? Der hat uns gar nichts getan. Ja, aber trotzdem, YOLO. Wo ist eigentlich das Ding? Was da unten? Ding? Guck da unten rein, du musst da rein. Das ist aber nicht mehr unten. Doch, hier ist es doch. Oh, guck mal, wie knapp das war. Komm hier runter. Guck da mal. Knapp das war. Oh, was macht ihr die ganze Zeit? Vor allem, weißt du eigentlich, wie es weiter unten aussieht? Nö. Zerstört ihr die ganze Zeit was bei, Nein. Weiß nein, schon nein, wer? Nein. Wirklich? Lololololol. Nein, Lena, nein. Lena, komm. Lena, warum machst du das? Lololololol. Nein. Warum machst du das? Lal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 
Das geht auch nach oben voll weit. Was ist da los bei dem? Woher hat der so viel Myzel? Hat das denn jemand gecraftet oder was? Aus Yu-Yu-Matter. Aber wer? Reden Sie mal. Ja, wahrscheinlich. Der Spacko. Makropilz nicht. Braunpilz muss noch ins Megaprojekt. Ja. Ja, komm mal her. Boah, es soll kacke, wenn man nicht schnell sein kann. Komm mal her. Warte, scheiß Schwein soll ich. Ja, perfekt, Alter. Ja, ne? Warte, und ich mach noch bam, bam, was. Bam, 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 bam. Ich hab auch meine ganzen Waffen verloren. Meine ganzen Waffen und so weiter, das mach ich alles im Livestream, würde ich mal sagen. Ja. Ja, sag ich mal so, ne? Würde sagen. Ja, wo ist denn hier noch ein neues Grund? Hey. Ja. Also, ich find ja, glaube ich, von Aussehen her, finde ich Simons immer noch am schönsten. Ja, das sieht genauso aus wie sein Kopf von den Dreads, ja so. Echt so, und danach kommt vielleicht. Dena. Dann kommt das von Bro. Dena! Danach kommt unsers. Dann kommt Connys, weil es einfach stylisch ist. Warte, wo sind denn hier? Hä, hat Conny schon wieder gebaut? Nein. Nee, eben nicht. Und das ist stylisch. Er kann ja auch nicht bauen, denn er ist hier nur. Der hatte doch so, wie habt ihr sein Haus abgebaut? Nein, wir haben ihm geholfen. Jetzt ruhig. Wir haben ihm wirklich nur dabei geholfen, weil er meinte, er möchte das neu bauen. Also das ist so dumm von ihm gewesen. Und das Einzige, was er geschafft hat, hat er kaputt gemacht. Und wieso bauen die ganzen einen, wieso bauen die so viele Türme, die einen Block hochgehen in den Himmel? Warum? Die sollen aufhören, das verschandelt die Landschaft. Wirklich. Wir hätten niemals so viele Neuhaufen auf einmal holen sollen. Die machen alle so viel Scheiße. Nicht so wie die Stammmitglieder. Die Stammmitglieder sind alle vernünftig. Ich meine, wir würden zum Beispiel auch nie einen Atomreaktor hochjagen oder so. Das gehört sich halt nicht. Wir würden auch keine Turtle bei Ceronic hinstellen. Genau. Das würden wir einfach. Und die würde da auch nicht einfach straight runterbauen, eben. Obwohl wir nicht wissen, was sie. Und ich denke, liebe Zuschauer, ihr würdet da übereinstimmen, oder? Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder. Nächste Folge morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.